herzliches Willkommen zurück zu Let's Play SWAT 4. In der letzten Folge haben wir ein bisschen rumprobiert und es auch am Ende doch noch geschafft. Aber jetzt wollen wir das Ganze einfach ein bisschen besser machen. So. Central BCC and Adam Boy and Truck Ride. Nein, das möchten wir erstmal nicht wissen. Ihr könnt, wie gesagt, gerne wieder Stopp drücken, wenn ihr das euch durchlesen wollt. Das ist alles kein Problem. Und ansonsten, ich gehe nur erstmal die Aufgaben hier durch. Situation klären, alle Zivilpersonen retten, Melinda Klein retten und Lawrence Fairfax neutralisieren. Eindringen, Seite 2, Ebene 1. Seite 1, das Haus hat zwei Schlafzimmer, ein Bad und zwei Etagen. Viele Häuser in der Gegend sind vom gleichen Typ. Unser Grundriss auf der Basis eines Nachbarhauses im gleichen Stil sollte für die erste Etage genau genug sein. Das Untergeschoss dieser Häuser ist allerdings in der Regel individuell ausgebaut und möglicherweise gar nicht fertiggestellt. Was den Keller angeht, spekulieren wir also nur. Gut, Front Door, Living Room, Back Door, bla bla. So sieht das also aus. Verdächtige Person. Lawrence Fairfax. Der sieht auch ein bisschen kriminell aus. Augenblicklich ist das vorübergehend, oh Gott, als Zimmermann auf der Baustelle eines städtischen Colleges angestellt. Er scheint ein Eigenbrötler zu sein. Die einzig bekannte lebende Verwandte ist seine Mutter, Gladys Fairfax. Suchen wir jetzt den Evanus, sind die verdächtig, verdächtig. Oh, ein Kind, oder? Nee, warte mal. Welches Ja. Okay, da steht's Alter, also kein Kind. Eine junge Dame. So. Hab was getrunken, zuletzt gesehen. Zinas, bla bla bla. Okay. Bestimmt als Geisel im Keller oder sowas. Gladys Fairfax ist laut Grundbuch die Eigentümerin des Hauses. Sie erhält eine Berufsfähigkeitsreihe. Unfähigkeitsreihe, das ist abends und das ist komisch krank. So. Am 18. Oktober Vermisstenanzeige, 20.20 Uhr, Leiche entdeckt, was? Okay. Der erste, die kennen so, SWAT trifft ein, 4.30 Uhr, oh, die armen Leute. Die müssen zu der Zeit natürlich wach sein, ne? So, Reynolds. Den, glaube ich, hatten wir schon durchgelesen. Officer Chart ist hier zu Hause. Er wurde in der Stadt geboren und aufgezogen. Seit 6 Jahren ist er Mitglied des SWAT und wurde bereits 2 Mal für seine Tapferkeit ausgezeichnet. Officer Fields, der nur 2 Jahre im Streifendienst verbrachte, bevor er die harten Ausbildungskurse und Prüfungen für das SWAT absolvierte, ist einer der jüngsten Beamten, der jemals zum SWAT befördert wurde. Obwohl er gelegentlich ein bisschen großmalig erscheint, hat er sich als äußerst fähig im Einsatz erwiesen. Was ist das? Das nehmen wir doch mal mit dir. Nicht nur er ist ein hervorragender Officer im Einsatz, sondern er ist auch stolz auf seine athletischen Fähigkeiten. Er ist der beste körperliche Verfassung und läuft auch jede Operation kann schon sein Auftreten einschüchtern. 18, 14, 30. Okay, der kennt sich aus. Und wir sind 15. Wir sind 15 Jahre im Dienst und sind Boss. Da haben wir einfach, keine Ahnung, wir sind ja eigentlich schon der Boss. Okay, fangen wir einfach mal an. Los geht's. SWAT 4, Ladevorgang läuft. Das Spiel ist aber echt top programmiert, finde ich, denn es lädt extrem schnell. Und Fraps hat hier so um die 140, 160 FPS. Adam hier, Central BCC. Adam Boy auf Truck 1 unterwegs nach 25 Glendale Flame. Verhaftung mit hohem Risiko. Okay. Naja, dann... Gucken wir dieses süße Detail an. Verdächtige Person entdeckt, Seite 2, Etage 2. Wo ist denn hier eine verdächtige Person? Der hat eine Waffe in der Hand. Schlecht, jetzt müssen wir ins Wasser lassen. Hier ist Sierra 1 an Eindringteam. Habe Ziel aus den Augen verloren. Schade, Sierra 1. Hätte ja klappen können. Hätte was gehört. Ja, aber auch zu einfach wahrscheinlich. Geht auch hier rein. Gold. Fertig machen zum Eindringen. Aufbrechen und blenden. Okay, bin dran. So, jetzt will ich was sehen, Leute. Abgeschlossen. Befehle? Ja, ihr habt Befehle. Und zwar... Schloss knacken. Schloss öffnen. Bin dran, Sir. Das müssen wir jetzt nicht machen, das können wir die machen.
Offen. So. Blendgranate bereit machen und eindringen. Warum gibt's eigentlich nicht Schloss knacken, öffnen und blenden? Keine Ahnung. Los! Eindringteam, wir sind im Haus und rücken weiter vor. Los, vorwärts! Alles klar. Position. Alles klar. Frauenleiche entdeckt. Man glaubt, dass diese junge Frau ebenfalls ein Opfer des sogenannten Juristenlünchers ist. Unseren Quellen zu unter der Tür durchspiegeln. Sei noch völlig verstanden, Boss. Und hat keine heiße Spur. Jetzt will ich es aber sehen, ob da jemand ist. Keine Kontakte zu sehen. Okay, dann öffnen und sichern. Öffnen und sichern. Bin dran. Öffnen und sichern. Los, wenn ihr bereit seid. Tür ist verschlossen. Durchbruch bestätigen? Achso, deshalb. Knack das Schloss. Öffne das Schloss, Sir. Hinter mir. Verstanden. In Position. Nein, das soll das Schloss knacken. Schloss öffnen. Verstanden. Nur noch nicht mit den Tasten so richtig. Ich schließe auf. Das ist eine Überwachungskamera. Okay. Ich dachte, ich kann das jetzt irgendwie, aber. Es ist offen, Sir. Dann öffnen wir uns. Geht da rein, los! Okay, bin dran. Und los, los! Keine sichtbaren Bedrohungen. Nachhut, rein wir uns. Ja, alles gesichert. Erstes Mal eine extrem harte Ausbildung angegeben, dann noch hinter Ihnen. Sein Leben bei jedem Einsatz riskieren ist natürlich schon. Oh, die armen Tierchen. Die armen Tierchen. Oh, die armen Tierchen. Nein, wir müssen den töten. Okay. Hinter der Tür nachsehen. Verstanden. Bin dran. Niemand zu sehen. Dann spiegelt bei. Obwohl, nein. Bei mir bleiben. Ich gehe voraus. Öffnen und sichern. Öffnen. Los, los, los! Zeit für den Einsatz! So weit, so gut. Gehen weiter. Nachhut. Lasst meinen Jungen. Los, die Hände hoch. Sofort die Hände hoch. Sofort die Hände hoch. Merkwürdiges Benehmen. Vor allem merkwürdig. Raus aus meinem Haus. Merkwürdiges Benehmen. Weg da. Sie behindern mich. Sie verstehen nicht. Lawrence würde keine Fliege was tun. Ja, geh doch mal weg. Oh, muss ich jetzt hier deinen Hintern wegschieben? Alte Dame. Polizei, so, brauche ich Hilfe. So viel Ausschnitt hier. Raus aus meinem Haus! Sie stehen in meiner Schusslinie, Sir. Ich möchte darum bitten, dass Sie hier weggehen. Sonst kann ich hier nicht. Was ist das? Taser, das würde die da rumbringen in dem Alter. Tut mir leid, junge Dame. CS einsetzen. Ich will runter von dir sehen. Sofort. Hendo, runter. Man bedroht keine Lady. Kontaktperson hat sich ergeben. So. Doc hier, Eindringteam. Zivilperson in Sicherheit und bereit zur Evakuierung. Verstanden, wir sind für Sie bereit. Was sagt denn jetzt hier bitte? Ist das im Fernsehen? Ja. Das war die Mutter von Melinda Klein, ja, einem mutmaßlichen Opfer des sogenannten Juristenlünchers. Oh Gott, so viele Stockwerke, wir können doch nicht hier einfach überall mal. Ein bisschen schneller können wir es schon machen. Talk, hier ist Sierra 1. Eindringling gesichtet. Aha, Jesus. Total doofer Spiegel. Okay. Spiegeln, unter der Tür checken. Bin dran. Aus dem Weg. Muss in Stellung gehen. Ist da irgendwas zu sichern? Also wenn das Haus schon so aussieht, so voll verdreckt und alles mögliche, dann denke ich da schon ein bisschen drüber nach, ob das vielleicht doch ein bisschen verdächtig sein könnte. Muss natürlich echt ein Auge offen behalten.
Also ich sollte kein SWAT werden. Dann öffnet mal und sichert. Geht da rein, los! So, dann wird auch dieser Zeit Folge für den Einsatz, mal. Los! Bis hierher gesichert. Reynolds. So, dann würde ich sagen, was ist das mal wieder Folge. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen leise bin, aber ich konzentriere mich natürlich aufs Spiel. Dann sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschö mit Ö, haut rein.